Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ich pack aus. Heute mal wieder mit Ich zeige irgendwas. Und zwar habe ich mir drei Sachen rausgesucht. Hier seht ihr schon zwei. Und zwar diese lustigen Pokémon-Figuren. Gucken wir uns mal genauer an. Ja, das ist ein Glumanda. Das kennen wahrscheinlich viele von euch und ihr denkt euch wahrscheinlich, was hat er da für Schrauben in Arm und Bein und warum hat das den Punkt? Das werde ich euch gleich zeigen. Man sieht auch hier schon, ja, da gibt es ein On und der hat sogar hier noch so einen ganzen Lautsprecherapparat drin. Die Dinger, Moment, das kann man sogar abnehmen. Ja, der ist sogar zum, naja, so ist ein bisschen scheiße, ne? Wie war denn das drin? So, ne? So, zack, kann man auch so ein bisschen biegen. Moment mal, wie ging er denn? Ach, guck mal, er hatte da unten das an Dingen. Wo die her sind, wo man die kriegt, wie die... Boah, ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß, den habe ich irgendwann mal hier, den Glumanda habe ich irgendwann mal zu Ostern bekommen. Und den hier, da weiß ich nicht mehr, wo der her ist. Auf jeden Fall hatte meine Kindergärtnerin, Leiterin, die hatte von dem mal ein Bild gemalt. Die hat den abgemalt. Die konnte nämlich richtig gut malen. Aber das habe ich auch noch irgendwo. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo. Ja. Und wenn die noch funktionieren, was sie hoffentlich tun, dann werdet ihr gleich auch sehen bzw. hören, was passiert. Wir drücken mal on. So. Und jetzt, wenn der geht. Hallo? Ja, der geht noch. Ich versuche das mal ins Mikro zu halten. Ich hoffe, man hört das. Hallo? Hey. Hallo. Aber man muss den normalerweise ansprechen. Ey, Mew! Habt ihr das gehört? Sag mal was! Hallo! Sag mal was! Ah, vielleicht... Hört man das? Mew! Hey, komm schon! Sag mir was! Sag... Ja, ich glaube, man hat es gehört. Ja. Ja, jetzt ist er ganz laut. Ich hoffe, man hat es gehört im Mikro. Das ist immer so eine Sache, weil es ist sehr leise wirklich. Aber der macht halt so kleine Geräusche, wenn man mit dem spricht dann irgendwie. Und ja, das ist der Mew. Und der hier, was machte er nochmal? Er? Hallo? Was? Gehst du noch? Was war deine Aufgabe? Boah, ich glaube, das hat geleuchtet. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber... Nee. Man musste auch... Nee. Ich glaube, er ist gestorben irgendwann. Irgendwann muss er gestorben sein. Auch wenn man irgendwie geschnipst hat oder... Hallo! Nee, selbst wenn ich ihn direkt anspreche. Er scheint irgendwann mal gestorben zu sein. Oh Mann, Gott. Ja, aber ich meine, dann hat die Flamme hier geleuchtet, wenn man mit ihm gesprochen hat. War eigentlich auch eine ganz lustige Sache. Ich finde die Figuren auch irgendwie richtig cool, muss ich sagen. Nicht nur, dass die Geräusche machen, also er scheint wirklich nicht zu gehen. Aber er hat auch Geräusche gemacht aus dem Mund. Vielleicht sieht man das. Ja, sieht man vielleicht so ein bisschen da, ne? Diese Sachen. Aber, hey, mach mal ein Geräusch. Oh, Alter. Seht ihr das? Es leuchtet rot. Sieht man das in der... Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Das sieht bestimmt krass aus hier. Das Ding leuchtet total rot. Komm, sag nochmal was. Hey! Sag mal was! Habt ihr gehört? Vielleicht habt ihr das gehört. Okay, der geht auch noch. Ey, das ist ja Wahnsinn. Wisst ihr, wie alt die Dinger sind? Ey, die sind schon eine halbe Ewigkeit sind die alt. Okay, aber die funktionieren immer noch. Das ist, ja, das sind die beiden. Die wollte ich euch mal zeigen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die kennt und ob irgendjemand noch weiß, was es damit auf sich hat, wo die her sind oder so. So, und dann gibt es noch das hier. Davon gab es, glaube ich, mehrere. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist das denn bitte? Hier gibt es auch so kleine Figuren, Figürchen gab es dazu. Zeigen wir mal die Pokémon-Figürchen, das ist auch ein Glumanda. Oh Gott, den völlig falschen Glumanda. Fokus? Ah, wir haben den Fokus gerade nicht. Glumanda und ein Evoli gab es da. Und dann gab es hier dieses da Pokémon Center, ja. Und dann konntest du das hier so da reinmachen. Ja, und dann konntest du, wie du lustig bist, hier, guck mal, kannst du auch das Haus, kannst du das Dach abnehmen. Wie du lustig bist, konntest du dann damit spielen. Hier tust du die Pokémon-Bälle drauf, natürlich. So, rein da. Und dann konntest du hier, keine Ahnung, konntest du auch in die Wippe stellen, die Dinger, wenn du lustig warst. Zack, so, konntest du spielen.
Evoli Glumanda, zack, zack. Also heute kommt mir das doof vor, ja, wer macht das? Nee, keine Ahnung, aber früher hat man da damit vielleicht durchaus gespielt, hat sich vorgestellt, ah, Glumanda sitzt Frau Schwester Joy, Evoli kommt gerade reingerutscht und sagt, hier, gib mal meine Schwestern ab, die sind nämlich krank geworden oder so, keine Ahnung. Ja, davon gab es, glaube ich, aber auch verschiedene, davon gab es nicht nur das, was ich hier habe, die anderen habe ich, glaube ich, nie gehabt. Wenn doch, dann weiß ich nicht wo, auf jeden Fall hat das überlebt. Und ja, das ist hier, diese Pokémon-Dinger. Keine Ahnung, das sieht voll komisch aus. Ich weiß gar nicht. Gibt es sowas heute noch? Keine Ahnung. Ich weiß auch, gibt es von den neuen Pokémon solche Figuren hier? Stimmt auch nicht, oder? Ja, das wollte ich euch im Grunde heute nur mal zeigen. Die Figuren und unser schönes Pokémon Center hier. Ohne Schwester Joy. Warum auch? Ja, Leute, und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich am Samstag beim Auspacken wieder. Und ja, dann mal gucken, was ich euch als nächstes zeige. Ich habe noch eine ganze Menge Pokémon-Kram. Ich habe auch noch eine ganze Menge anderen Kram. Ich habe noch so viel, was ich euch zeigen könnte. Mit der Zeit wird das wohl kommen. Nun gut, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ich pack aus. Tschüss.